Was hat Ihnen am Modellvorhaben Region schafft Zukunft besonders gut gefallen? Dass alle an einen Strang gezogen haben und eine richtige Aufbruchstimmung zu spüren war. Es ist uns mit diesem Projekt gelungen, den demografischen Wandel zu einem Thema der gesamten Kreisentwicklung zu machen. Dass sich im Kreis Nordfriesland ganz viele verschiedene Leute beteiligt haben und dass sie ganz tolle Sachen gemacht haben. In unserem Projekt fand ich besonders die Zusammenarbeit mit den Unternehmen, Betrieben der Region, der Krankenkasse und auch der Kreishandwerkerschaft besonders bereichernd. Besonders gut gefallen hat mir die Fachbereichs-, Ämter-, institutionenübergreifende Zusammenarbeit, auch die Zusammenarbeit mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern und das Ganze auch noch mit einer wissenschaftlichen Begleitung. Ja, mir hat besonders gut gefallen, dass man Nordfriesland trotz demografischer Wandel mit all den Problemen gut abstellen will für die Zukunft, so dass das Leben hier in der Kreis noch lebenswert bleibt. Mir hat an diesem Modell besonders gefallen, dass sich so spontan viele Bürgerinnen und Bürger unseres Kreises eingebracht haben und sich an den einzelnen Projekten beteiligt haben. Die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Bereichen, man bekommt ganz andere Sichtweisen auf die Dinge. Besonders gut gefallen hat mir die Vielschichtigkeit des Themas. Ich habe mich beim Bürgernetzwerk engagiert und Region schafft Zukunft hat uns Mittel zur Verfügung gestellt für unsere Bürgernetzwerkbüros und deren Einrichtung. Und das war eine tolle Sache. Damit konnten wir starten. Besonders interessant war, dass man mit vielen verschiedenen Leuten zusammengearbeitet hat, vielen verschiedenen Abteilungen der Kreisverwaltung, aber auch mit anderen Organisationen zusammengearbeitet hat und eben mit dem Beratungsbüro, das dann auch gesagt hat, Mensch, denk an das, da hätten wir sonst nie dran gedacht. Also mir hat eigentlich richtig gut gefallen, dass der Kreis sich so couragiert, engagiert und damit auch viele Menschen aus dem Kreisgebiet mitzieht. Dass wir jetzt zukunftsorientierte, fundierte Datengrundlagen haben. Das waren insbesondere die Begegnungen, Kontakte mit vielen Menschen, mit interessierten Menschen, mit interessanten Menschen. Also mir hat gut gefallen, dass endlich mal unsere älteren Menschen in der Region bedacht werden. Ja, besonders gut hat mir gefallen, dass wir die Unterstützung des Planungsbüros hatten, die die Bevölkerungsprognose, die Erreichbarkeitsmodellierung und die nutzerorientierte Befragung für uns gemacht haben. Das hätten wir als Kreis alleine nie geschafft. Dass hier verwaltungs- und ressortübergreifend eine tolle Dokumentation hinsichtlich der Situation und der Handlungsmöglichkeiten zu den Auswirkungen des demografischen Wandels erarbeitet worden ist. Mir hat besonders gut an dem Modellvorhaben gefallen die Vernetzung der verschiedenen Akteure in den verschiedenen Bereichen und gleichzeitig, dass wir an die Themenbereiche nun intensiv rangegangen sind. Sie stehen schon lange auf unserer Agenda, wir mussten schon lange handeln und jetzt ist das intensiv passiert. Insbesondere hat mir sehr gut die Unterstützung durch das Planungsbüro GGR gefallen. Das Zusammenwirken unterschiedlichster Akteure aus verschiedenen Bereichen. Für mich ist es beeindruckend, dass sich ein Landkreis so zeitig und vor allem auch so real mit dieser Thematik beschäftigt hat, um auf Basis dieses Projektes dann agieren zu können und nicht reagieren zu müssen. Besonders gut gefallen hat mir die fachbereichsübergreifende Arbeit, die das möglich gemacht hat, alle Bereiche des demografischen Wandels zu beleuchten. Besonders gut gefallen hat mir, dass es an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen vor Ort ansetzt. Für uns war ganz wichtig die betriebliche Gesundheitsförderung. Besonders gut gefallen haben mir die Ideen der Projektbeteiligten und die sich daraus für uns ergebenden Chancen. Also, dass wir jetzt voll ausgestattete Büros haben in unserem Bürgernetzwerk, das finde ich ganz klasse. Also, mir hat besonders gut gefallen, dass ich wieder Arbeit gefunden habe. Die Zusammenarbeit mit den vielen unterschiedlichen Menschen. Besonders gut gefallen hat mir, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass es im Kreis Nordfriesland eine Menge Leute gibt, die was anpacken wollen, was verändern wollen und Demografie nicht einfach über sich ergehen lassen wollen. Also gut gefallen hat mir, dass die Leistungserbringer der Region in den Prozess mit eingebunden wurden und die Möglichkeit hatten, ihre Ideen mit einzubringen und auf Stolpersteine in der Umsetzung möglicherweise dann auch hinzuweisen. Am Modellvorhaben Region schafft Zukunft hat mir besonders gut gefallen, dass das Thema demografischer Wandel endlich aus der sozialen Ecke herausgelangt ist und zu einem Querschnittsthema geworden ist. Also uns hat besonders gut der integrative Ansatz gefallen. Ja, also mir hat besonders gut gefallen, dass ich als Einzelperson in der Gemeinde etwas bewegen kann, ohne irgendwo in der Gemeindevertretung oder einen Posten zu haben.
Besonders gut gefallen hat mir die Analyse, dass hier sehr kleinräumig geschehen ist und dass die Planung sich eben auch auf die kleinen Ortschaften und nicht nur auf die größeren hier bezieht, sodass alle mit einbezogen werden. Das perfekt organisierte Zusammenspiel aller Akteure in den Arbeitsgruppen, in dem ILEX-Plenum und in den Fachbereichen. Der Wohnprojektetag in Husum und der große Austausch untereinander. Uns hat besonders gut gefallen, dass es das Thema überhaupt so breit diskutiert und vielschichtig bearbeitet wurde. Besonders gut gefallen hat mir, dass wir aus den gefühlten Daten objektive, sozialräumlich kleinteilige Daten gewonnen haben und somit die Baustellen der Zukunft jetzt noch besser kennen als vorher. Es war ein super gut durchorganisiertes Projekt. Mir hat sehr gut gefallen die organisationsübergreifende Zusammenarbeit und die tollen Arbeitsergebnisse, die wir dabei erzielt haben. Das Projekt ist ja bald zu Ende. Wie geht es bei Ihnen weiter? Unbefristet. Es geht nicht nur weiter, es hat schon angefangen. Wir haben bereits die ersten Maßnahmen schon vor 9 Monaten intensiv umsetzen können und sehen auch schon die ersten Erfolge. Ein Beispiel dafür ist die 3-jährige Ausbildung unserer Rettungsassistenten, die erstmalig im vergangenen Jahr schon angeboten worden ist. Also ich war da von der politischen Sicht begleiten, um dann auch dementsprechend meine Hand zu heben, wenn das anbrecht ist. Die Erarbeitung des Masterplans ist zunächst abgeschlossen. Damit wird aber eigentlich erst ein Prozess angeschoben und das wird ein ganz spannender Bereich sein, inwieweit es möglich sein wird, diesen Prozess in der Region so zu verankern, dass tatsächlich die Empfehlungen in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Wir übertragen sämtliche Ergebnisse aus dem demografischen Wandel in die tägliche Arbeit. Ein Monitoring ist bei uns alle 2 Jahre angedacht. Wir haben ja in einer Arbeitsgruppe ganz viele Visionen entwickelt. Und jetzt geht es darum, die auch zu erreichen. Da ich für den internen Bereich der Kreisverwaltung Nordfriesland zuständig bin, wirkt das Projekt sich bei mir hauptsächlich in dem Bereich aus, wo mir in Zukunft Fachkräfte fehlen werden und ich mich entsprechend rechtzeitig um Ersatz kümmern muss. Wir werden den Kreis und einzelne Kommunen auch bei der Umsetzung betreuen, einzelnen Punkten, unter anderem beim Monitoring. Bei uns im Fachdienst Soziales und Senioren geht es so weiter, dass wir versuchen werden, die Handlungsempfehlungen so weit umzusetzen in Zusammenarbeit mit den Kommunen und vor allen Dingen unser Augenmerk auf die Menschen mit Behinderungen und die Senioren zu legen. Wir sind in vielen Teilbereichen bestrebt, die bis jetzt erzielten Ergebnisse umzusetzen und daran werden wir arbeiten und da liegt auch die Herausforderung. Ja, in dem Projekt wird ja deutlich, dass die gesamte Gesellschaft in Zukunft mehr soziale Verantwortung aufbringen muss. Und so ist es auch für unseren sozialen Dienst. Wir müssen versuchen, Brücken zu bauen zwischen Menschen mit Hilfebedarf und Menschen, die Hilfe geben wollen. Von den vielen Projekten ist eins das Bürgernetzwerk Nordfriesland und das ist gut gestartet. Da habe ich mich engagiert und wir werden weitermachen. Also mein Thema bleibt die Sicherung der medizinischen und pflegerischen Versorgung in Nordfriesland. Dazu sehe ich auch weiterhin meine Aufgabe darin, die Gesundheitsakteure an einen Tisch zu bekommen. Die eigentliche Arbeit fängt jetzt erst an, denn die ganzen Empfehlungen, die wir erarbeitet haben, die müssen jetzt in die Umsetzung kommen. Sonst war der Masterplan für nichts. Ja, ich werde mich mit diesem Projekt weiterhin verbunden fühlen und werde in den verschiedenen Funktionen, die ich beim Kreis Nordfriesland ausübe, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bin da ganz neu dabei. Ich finde die ganze Angelegenheit spannend und hoffe, dass wir noch ganz, ganz viel erreichen können. Für mich wird es immer ein Thema bleiben und ich nehme viel aus dem Projekt mit. Wir hoffen, dass die vielen guten Lösungen, die da gefunden worden sind, dass die in die Tat umgesetzt werden. Ja, wir werden die betriebliche Gesundheitsförderung fokussieren und weiter vorantreiben. Ich bin davon ausgegangen, dass es Forderungen geben wird ans Land, an die Landesregierung und wir werden im Ministerium prüfen, wo wir unterstützen können. Auf mich warten bereits neue Aufgaben, Verstetigung des Masterplans, das Thema Wohnen, bürgerschaftliches Engagement, alles spannende Aufgaben. Wir werden uns in der Behindertenarbeit mit diesem Thema weiter inhaltlich auseinandersetzen. Wir werden das Thema demografischer Wandel in unseren zukünftigen Projekten weiter im Auge haben. Durch das Projekt haben wir erstmalig
sehr konkrete Planungsdaten im Bereich der Kitas erhalten und werden diese bedarfsgerecht für den Kreis Nordfriesland umsetzen können. In unserer Region wollen wir zunächst gerne die Themen Dorfinnenentwicklung, Nahversorgung und Elektromobilität aus erneuerbaren Energien voranbringen. Wir haben ja das Projekt betriebliche Gesundheitsförderung in der Region und wir haben jetzt einen Folgeantrag gestellt. Also wir werden unser Projekt weiterentwickeln, immer wieder neu aufstellen und auf der Basis dessen, was wir jetzt geschaffen haben, arbeiten. Also ich sehe das Projekt noch nicht beendet. Jetzt wird es ja gerade interessant. Schaffen wir es, alle Verantwortlichen in ein Boot zu bekommen? Wir haben nur die Grundarbeit gemacht, haben gesagt, da und daran müssen wir arbeiten. Jetzt sind die Gemeinden dran, die Politik ist dran. Die Bevölkerung ist dran und wenn wir das nicht schaffen, war das Projekt umsonst. Aber ich hoffe, wir schaffen es. Ja, bei uns in der Gemeinde wurde die Grundschule geschlossen und daraufhin habe ich mit Jugendlichen zusammen einen Jugendtreff eröffnet. Und innerhalb der Gemeinde gibt es viele Projekte, die Kinder und Jugendliche betreffen und wo ich mich weiter für einsetzen möchte. Ja, wir werden noch viel damit zu tun haben im Bereich Bildungslandschaften. Werden wir viel tun. Wir werden im Bereich bürgerschaftliches Engagement viel tun. Also wir werden noch auf Jahre hinaus beschäftigt sein mit den Ergebnissen und mit den Umsetzungen der Handlungsempfehlungen. Wir werden die Erkenntnisse des Masterplans konkret auswerten und insbesondere neuen Kita-Bedarfsplan aufstellen. Ich hoffe, dass sich nach diesem Projekt eine feste Arbeitsgruppe bildet, eine Initiative, die dann zumindest anteilig die Zukunft mitgestalten kann. Ich denke, dass dieses Projekt unbedingt kommuniziert werden muss und auch real umgesetzt werden muss. Das ist eine Aufbruchstimmung, die jetzt zu spüren ist und jetzt werden alle gefordert sein, die Empfehlungen umzusetzen. Thema demografischer Wandel. Was muss sich in Zukunft ändern? Jung und Alt müssen noch mehr aufeinander zugehen und Ideen, Konzepte, Vorschläge für die Zukunft entwickeln. Dass alle bittere Wahrheiten auch aussprechen und daran arbeiten. Wir müssen die Wohnformen den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger so anpassen, dass es zeitgemäß ist. Und wir müssen dafür sorgen, dass innerdörflich und innerstädtisch die Gebiete so überplant werden, dass ein generationsübergreifendes Wohnen möglich ist. Ich bin überzeugt, dass man ganz genau darüber nachdenken muss, welche Infrastrukturen können zukunftsfähig gemacht werden. Und ich bin sicher, dass sich auch insbesondere kleinere Kommunen da zusammentun müssen. Also es muss klar werden, dass das ein Thema ist, das heute schon da ist, wo wir nicht mehr diskutieren, dass das irgendwann auf uns zukommt. Das, glaube ich, haben wir erreicht. Und jetzt gilt es, das große Bündnis, das jetzt vorhanden ist, das mit Taten auszufüllen und da bin ich sehr zuversichtlich. Verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, neue Mobilitätskonzepte, interkommunale verbindliche Zusammenarbeit, Ausbau bürgerschaftliches Engagement. Nach meinem Verständnis muss sich ändern, dass die Auswirkungen des demografischen Wandels in der Zukunft noch viel stärker in die verschiedenen Politikebenen einfließen müssen. Es muss sich zukünftig gerade so im Bereich der Betriebe auch mehr in Richtung Personalentwicklung gedacht werden. Das Thema demografischer Wandel muss auf alle Bevölkerungsschichten und alle Lebenslagen projiziert werden. Es muss bei allen Entscheidungen berücksichtigt werden. Mir ist deutlich geworden, als ich mich stichpunktartig mit beschäftigt habe, dass das Bewusstsein bei den Entscheidern, aber auch in der Bevölkerung, welche Auswirkungen dieses Thema hat, noch deutlich gestärkt und verschärft werden müssen. Dass Alt und Jung vielleicht besser zusammenarbeiten, um die Themen der Zukunft aufzugreifen und insbesondere den Fachkräftemangel vorzubeugen. Wir werden versuchen, prozentual mehr Kinder und Jugendliche zu erreichen, damit unsere Angebote eben auch von jungen Leuten besucht werden. Komplexität muss reduziert werden. Also ich freue mich darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger jetzt an einem ganzheitlichen Handlungskonzept mitwirken können. Wir müssen deutlich früher an die entsprechenden Themen und an die entsprechenden Auswertungen herangehen, um auch früher auf die Herausforderungen reagieren zu können. Jetzt haben wir dafür auch die Instrumente an der Hand.
zukünftig ändern muss sich das Bewusstsein in den Köpfen aller Menschen, ob jung oder alt. Jung und alt gehören zusammen, nichts kann sie trennen. Ich hoffe, es wird sich viel ändern, auch in den Köpfen der Bevölkerung, dass sie da offen damit umgehen. Dass insbesondere die Themen der Daseinsvorsorge, die uns alle betreffen, unmittelbar vor massivem Anpassungsdruck steht, wir es noch zu wenig in der Bevölkerung verankert und da werden wir nacharbeiten müssen. Wir müssen den alten Menschen eine gute Zukunft in Nordfriesland sichern. Ich glaube, dass die Region gesamt gesehen mit allen Teilbereichen, die im Projekt involviert waren, attraktiv werden muss. Attraktiv dadurch, dass sie gute Angebote schafft, um alles gemeinsam nutzen zu können. Ich finde es wichtig, dass zukünftig jede Gemeinde sich diesem Thema stellt. Dass ältere Menschen, die aus dem Berufsleben ausscheiden, mehr aktiviert und mit einbezogen werden, damit sie am gesellschaftlichen Leben auch richtig aktiv weiter teilnehmen. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sollte und muss als Chance erkannt und genutzt werden. Wir erhoffen uns für die Zukunft für unseren Bereich aus der Politik konkretere Vorgaben für Gebiete, die jetzt schon sehr strukturschwach sind. Für mich ist sehr wichtig, dass wir in den Gemeinden mehr alt und jung und generationsübergreifend zusammenarbeiten und das auch versuchen umzusetzen. Wir müssen unsere Gesellschaft familienfreundlicher und kinderfreundlicher gestalten. Auf keinen Fall dürfen Senioren ausgegrenzt werden. Ich denke dabei speziell an die Idee der Seniorendörfer. Wir müssen im Kreis Nordfriesland in Zukunft daran mitwirken, die Lebenswelten der Menschen mit Behinderungen und der Senioren sozialraumorientiert zu bündeln und besser zu vernetzen mit freiwilligen Angeboten und auch durch professionelle Angebote. Ändern muss sich insbesondere, dass wir zu mehr Bürgerbeteiligung kommen. Das heißt für mich, nicht nur Bürger zu informieren, sondern auch aktiv als Mitgestalter, Mitakteure an Prozessen zu beteiligen. Das große Thema demografischer Wandel muss mehr in die Herzen der Bürgerinnen und Bürger unseres Kreises kommen. Dass alle verstehen, dass alle mitarbeiten müssen und sich keiner auf anderen ausruhen darf. Das ist wichtig. Viele Strukturen müssen sich ändern. Wir müssen vor allem weg von das Ich-Denken hin zu das Wir-Denken. Das Bewusstsein der Betriebe. Wohnprojekte und alternative Wohnformen müssen viel selbstverständlicher werden. Der demografische Wandel muss das werden, was er ist, ein Innovationstreiber. Das Handwerk ist dabei. Das Modellvorhaben finde ich spitze. Das ist ein Smiley. So und aber auch so. Alle müssen mitmachen. Ich fand das ganz wunderbar. Das Modellvorhaben war so ein Projekt, aber genauso groß ist auch der Erfolg. Top. Spitze. So. Mit der Weite. Klar kenne ich. Zurzeit noch so. Es kann so werden, wenn alle mitmachen. Einfach gut. Ha ha ha.